Jetzt reden wieder alle über das Thema Jahresplanung und du denkst dir vielleicht, wie soll ich denn bitte schön mein ganzes Businessjahr vorausplanen, jetzt zu dem Zeitpunkt? Das kann ich doch gar nicht wissen. Was soll ich denn da eintragen? Irgendwelche Zahlen, die ich mir da wünsche? Oder wie soll das überhaupt funktionieren? Unmöglich. Ja, und ich kann das verstehen. Mir ging es in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit auch so. Und ich weiß, dass sich das für manche komisch anfühlt, wie so ein Blick in eine Glaskugel, der irgendwie nichts bringt. Und dann kommen noch Leute daher und sagen, ach, brauchst du eh nicht, verlass dich einfach ganz auf deine Intuition, die weist dir schon immer den Weg. Ja, aber lass mich dir gesagt sein, auch aus eigener Erfahrung, der Grund, warum viele Selbstständige noch in diesem selbst und ständig Hamsterrad festhängen, also warum sich das Business noch sehr schwer und unkalkulierbar anfühlt, ist einfach, sie machen keine Jahresplanung und lassen sich einfach nur von den äußeren Umständen, wie anderen Leuten, wie Kundinnen zum Beispiel, und Anfragen, sowie von ihren inneren Blockaden, wie Ängsten und Glaubenssätzen, einfach durch das Jahr treiben. Und logischerweise ist die Konsequenz dann bei vielen, dass sowas wie Urlaube und Auszeiten völlig hinten runterfallen oder gekürzt werden und viel zu kurz kommen. Und ja, auch der Umsatz immer irgendwie so lala bleibt, nicht kalkulierbar ist. Und das ist auch kein Wunder, wenn du deine Finanzen und deine Zeit nicht planst. Ja, du fühlst dich ständig wie auf dem Sprung und bist auf der Suche nach der nächsten Kundinnenanfrage und im Prinzip bereit dafür, alles stehen und liegen zu lassen und hast immer das Gefühl, du musst reagieren und bist hinterher. Und das ist einfach kein aktives Gestalten in deinem Business. Ja, und das kann es ja irgendwo nicht sein. Dafür hat sich keiner von uns selbstständig gemacht. Ja, und da ist es auch kein Wunder, dass du davon gestresst bist, dich überfordert fühlst und irgendwo fremdbestimmt in deinem eigenen Business. Ja, also wenn du wirklich raus aus dem selbst und ständig Hamsterrad möchtest und dein Business selbstbestimmter und leichter führen willst, dann weißt du im Prinzip auch schon tief in dir drin, dass du eine Jahresplanung brauchst. Keine erfolgreiche Unternehmerin, kein erfolgreicher Unternehmer verzichtet auf eine Jahresplanung. Das wäre so, wie wenn du dich einfach ins Auto setzt und ohne Navi und ohne Ziel drauf losfährst und mal schaust, ob und wo du ankommst und dich da überraschen lässt. Ich meine, in der Freizeit ist das sicherlich ganz spaßig und kann man echt mal machen, aber im Business führt es einfach dazu, dass du immer wieder gegen dieselbe Wand fährst und immer wieder dieselben Schleifen drehst und das kann es irgendwie nicht sein. Und lass mich dir noch sagen, bei einer guten Jahresplanung geht es eben nicht darum, sich einfach hinzusetzen und irgendwelche Wünsch-dir-was-Zahlen einzutragen, sondern da geht es auch erstmal darum zu reflektieren, was ist im letzten Jahr gut gelaufen, was ist eher nicht so gelaufen, was fühlt sich noch für dich gut an, was möchtest du weitermachen. Also diese Reflexion ist ganz wichtig, um ja aus Fehlern lernen zu können, um auch wieder deinen Fokus zu finden und für das nächste Jahr und dann auch ihn beizubehalten, denn das ist ja das Schwierige, ne? Sich dann auch während des Jahres nicht zu verzetteln und dann im zweiten Schritt natürlich auch konkret zu planen, welchen Umsatz möchtest du machen, welche anderen Businessziele möchtest du erreichen, welche Projekte willst du umsetzen und da auch mit konkreten Action Steps zu unterfüttern, also zu überlegen, was ist dafür notwendig. Das gehört alles zu einer guten Jahresplanung und nur so kommst du raus aus diesem Reaktionsmodus und rein in den Aktionsmodus in deinem Business und fühlst dich dann eben nicht mehr wie dieser Spielball deiner äußeren Umstände und auch inneren Blockaden. Und lass mich deiner inneren Kritikerin, die sich vielleicht noch meldet bei dir, eins sagen. Pläne, auch ein Jahresplan, ist nicht in Stein gemeißelt. Heißt, du kannst dir zu jeder Zeit die Erlaubnis geben, auch deine Pläne zu ändern, wenn sie sich für dich nicht mehr stimmig anfühlen. Ja, also ein Plan, ein Jahresplan gibt dir immer einen Rahmen, einen Fokus, den du brauchst, um dich eben nicht zu verzetteln und ja, dich gestresst zu fühlen und dich herumtreiben zu lassen, sondern immer auch das im Blick zu behalten, was du letztendlich möchtest und nicht irgendwie, was andere Leute gerne möchten. Und der zweite Punkt ist außerdem noch, du kannst deine Intuition nutzen und einen Jahresplan haben. Das schließt sich nicht aus. Das ist kein Entweder-Oder. Ich finde Intuition toll als Tool, um bewusste Entscheidungen zu treffen, die sich wirklich stimmig und nach dir anfühlen. Und dann ja den Jahresplan oder Pläne dazu zu nutzen als Strategie, um diese Entscheidungen umzusetzen in die Tat. Weil wenn du nur immer deiner Intuition folgst,
dann lässt du dich letztendlich auch nur rumtreiben und wirst letztendlich nicht das erreichen, was du gerne erreichen möchtest. Ja, also es ist immer ein Zusammenspiel aus Intuition und Strategie. Deswegen ist es ja auch so wichtig, bei der Jahresplanung auch zu reflektieren, nach innen zu schauen und dann zu planen. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst dir weiterhin erzählen, dass du keine Jahresplanung machen kannst, dass Pläne doof sind, dass das alles nicht für dich funktioniert etc. Oder du kannst dich bewusst dafür entscheiden und sagen, nee, dieses Jahr mache ich es anders und ich plane aktiv und gestalte aktiv mein nächstes Businessjahr. Und wenn du Letzteres willst, dann kannst du schon mal den ersten Schritt machen und dir meine Content-Planer-Vorlage holen für das aktuelle Jahr. Den Link findest du hier irgendwo um das Video herum und komm am besten noch in das Easy Jahresplanungsbootcamp Anfang Dezember, denn da werden wir den Jahresrückblick und die Jahresplanung, also Reflexion und Fokus, an einem Tag machen und das Ganze mit Struktur und Leichtigkeit.